Erneut willkommen zurück bei The Witcher, meine lieben Freunde. Wir begeben uns gerade auf die Suche nach allen möglichen Quests, sodass wir mal ein bisschen hier was abarbeiten können. So, und der Knetschier-Prediger möchte was. Seht, leichenblasses Gesicht, tierhafte Augen. Die Magie macht aus einem Menschen einen Bastard. Er sieht. Hast du den Mut, mir diese Verleumdungen ins Gesicht zu sagen? Gerne. Du bist ein Mutant, eine Missgeburt, ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten, das wie ein trockener Ast verbrannt werden sollte. Wie viele Menschenleben hast du gerettet? Vor Bruxe, vor Waldschraten. Das hat keine Bedeutung. Ich habe dir eine Frage gestellt. Wie viele? Denkt mal darüber nach, Leute. Der Prediger hat eine scharfe Zunge. Aber bietet man ihm die Stirn, zieht er den Schwanz ein. Kommt, Leute. Wow, das war eine interessante Quest. Die man eigentlich schon nicht mehr als Quest implizieren kann. Aber gut. Apropos, ich würde gerne mal über den Fluss gehen, über diese sagenhaft riesige Brücke. Mal sehen, was mich dort drüben noch erwartet. Denn ein Fragezeichen sehen wir ja definitiv bereits auf der Karte. Da war das, glaube ich, mit dem Turm, der brennende Kerzen außerhalb stehen hatte. So, gucken wir mal. Schnelles Geld in Zwangslager, das hatten wir schon mal. Achtung, ein Dieb. Vergangenen Sonntag wurde in den Keller des Kaufmanns Gin Longobardi eingebrochen und ein fast dreifach Met wurde entwendet. Ungefähr zur Zeit des Einbruchs wurde ein dünner, kahler Mann dabei beobachtet, wie er kichernd ein Fass die Straße hinunterrollte. Ferner hörten Zeugen, wie er unanständige Lieder sang, in denen er sich Odrin nannte. Wer weiß, wo der Verdächtige sich aufhält, wird gebeten, sich umgehend an die geschädigte Partei zu wenden. Maße und Gewichte. Angesichts der ständigen Streitereien, die unsere Marktstandbesitzer von ihrer vornehmlichen Aufgabe des Handels abhalten, seien hiermit alle an die offiziell anerkannten Maße und Gewichte in Novigrad erinnert. Ein Klafter sind 3 Ellen, ein Elle ist 2 Fuß, ein Fuß sind 12 Zoll. Eine Gallone 4 Quarter, ein Scheffel 8 Gallonen, ein Fass 4 Scheffel. Ein Pfund 16 Unzen, ein Stein 25 Pfund, ein Zentner 4 Steine. Es wird verlangt, dass dieses Maßsystem bei jedem Handel verwendet wird. Beschwerden bezüglich Transaktionen in anderen Maßen werden grundsätzlich nicht anerkannt. Wichtig, die Waren nicht befummeln. Befummelte Waren muss man vom Fummler gekauft werden. Ah, gut. Fummeln darf man nicht beim Schneider, alles klar. So, und was ich meinte, ist jetzt hier das. Denn dort ist noch... Huppala. Was war denn das? Jetzt habe ich gerade einen Grafikfehler gehabt. Warte. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt in der Aufnahme drin zu sehen ist oder nicht. So. Das hier ist eine Schenke. Mit hübschem Pavillon. An der Cliffmauer. Könnte das ein Schloss sein? Hm. Dachte nur, wie gerade ist eine freie Stadt. Jungs, ich muss darüber. Sonst sitze ich hier fest. Kacke, ich sitze fest. Ja, nee, ist klar, ne? Vielleicht können wir uns hier drüber klitschen. Kacke. Ei, verbipscht. Das war schlicht. Okay, diesmal rennen wir nicht da hinten über den Pavillon und fallen irgendwo runter. Und diese Kurtisane lassen wir jetzt auch mal links liegen. Sondern wir gehen hier über den Hauptbrückenpfeiler. An den Priestern vorbei. Hexenjäger vorbei. Und befinden uns auf der anderen Seite. Hübsch ist es hier allemal. Nach dem neuesten Modetrend. Hier und nur hier zu haben. Was sind das für Glubschaugen? Hast du Blähungen? Ah!
Selbst hier gibt es in Anführungszeichen Anderlinge, sogar von Hacker. Die Szene oder die Gegend könnte vielleicht sogar ihm gehören. Pass bloß auf, Mutant. Ja, ja, immer diese Nettigkeiten. So, ich würde gerne da hinter die große Mauer. Wie komme ich denn dorthin? Hey, fass mich bloß nicht an! Ich glaube, ich bin richtig gerannt. Muss komplett erst durch die gesamte Gegend, um hinten über dann diese Häuser vorn zu gelangen, zum Bergfried. Zu einer Wache gebracht. Wow, das ist recht gut. Gesichert, da kann man nichts sagen. Wow. Das ist ein Tempel. Jetzt verstehe ich das. Der Tempel der Flammen. Langsamer. In einer riesengroßen Priesterschaft. Hier brennt jetzt nur ein großes, chlorreiches Feuer. Sonst gar nichts. Ich hab dich im Blick, Weißer. Ah. Mist. Kommen wir nicht rein. Elfenblut, was? Ist genügt. Also vermutlich werden wir hier irgendwann mal noch hin müssen. Oder auch nicht. Könnte auch einfach nur eine Sehenswürdigkeit sein. Aber das hier ist auf jeden Fall ein geiles Ding, ey. Ohne Witz. Da haben sie sich was zusammengebaut. Hübsch. Na, das ist doch klar, wie das. Gut, mich wundert es, dass jetzt hier vielleicht nicht mal noch so ein Schild zum Schnellreisen ist. Es ist schon relativ weit weg und... Ah, Moment, vielleicht komme ich ja doch an das Fragezeichen auf der anderen Seite. Deswegen war ich auch überhaupt da. Ich habe es wieder total vergessen, nachdem ich den Anblick da gesehen habe. So, da will ich nicht rein. Fallschaden. Stimmt. Ich kann mich wieder abrollen. So, genau, da das Ding. Was ist das? Ein Ort der Macht? Das muss ein Ort der Macht sein. Wow. Natürlich ist es ein Igni-Zeichen. Und Fähigkeitspunkt. Buja. Wollt ihr Feuer sehen? Ich kann Feuer machen. Ich bin der Auserwählte des Feuers. Preise den Geralt. Wow, du Schwein. Alle Hexen, die einfach zu fliegen, sind besser wie ein Stier. Nee, ich glaube, wir werden hier nichts finden. Eine Abscheulichkeit. Mit dem wir schnell reisen können. Irgendwo auf der Straße oder dergleichen mal was sein, stehen. Schade. Okay. Oh, aber einen Alchemisten haben wir gefunden. Ich würde behaupten, ich gucke jetzt mal die Quests durch, die wir haben. Da unten ist ja auch noch eine. So, und zwar Spieler in der Großstadt. Und zwar der Vivaldi. Wissen wir auch mal, wo Vivaldis Bank ist. Alles beim Platz des Siragen da unten. So, also beide Quests führen mich dorthin. Dann hätten wir noch das Spukhaus. Dieses befindet sich auch dort unten. Ja. Es ist nicht sogar das Haus, bei dem wir schon drin waren. Dann hätten wir... Spieler in der Großstadt, genau. Freiwilliger, schau dich in der Umgebung um. Als Geralt durch die sonnige, aber vom Krieg gezeichnete Lande von Ochsenfurt zog. Ah, okay, das ist die andere Stadt. Auf der Fährte, sprich mit dem Aufseher, während der Hexer durch die Scherben streifte. Was ist die Scherbe? Ah, das ist dieses Gebiet hier vorne, okay. Können wir dann auch noch machen. Also quasi alles jetzt auf dem Weg. Schwarze Perle, halt auf dem anderen Ding noch. Spukhaus,
Ja gut, dann bleiben wir mal bei dem Grafen mit der Hauptquest. Die sollte ja... Ah nein, das Spukhaus und Vivaldi sind noch vorher. Okay, dann gehen wir zuerst zu Vivaldi. Ich skippe den Part, bis ich da runtergelaufen bin. Also bis gleich. Auf dem Weg ist mir jetzt noch aufgefallen, wir haben ja hier noch die Quest mit den Banden. Fertig? Ja, wir gehen auf dein Zeichen. Dann gehen wir mal los. Mal los. Wenn du nicht so groß wärst. Ups, falsches Zeichen. So, was darf ich töten? Das darf ich töten. Umzingeln ihn! Jetzt sollten wir mal Bomben ausrüsten. Der andere ist da eben durchgeflogen. Guten Tag. Der Händler hat's drauf. Oho, Geralt der Rivier. Alle Straßen führen nach Mars. Ah, da geht's noch eins höher. Na, dann mach mal. Sieht eher so aus, dass ich das getan habe bei dir. Und zwar richtig. In der Mine ist's wie im Krieg. Man weiß nie, wann man dran ist. Ja, mir scheint, ich habe du, schon du suche das Casino. Weißhaar. Ach, das ist ein Casino. Da spielen sie überall Quint. Also, Casino-Spieler sind Quint-Spieler. Da gehöre ich auch dazu. Oh mein Gott. Ganz schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Warum sich jedoch die Händler mit in die Schlacht einbezogen haben, weiß ich auch nicht. Die hätten sich theoretisch raushalten können. Alle Straßen führen nach Mahakam. Ja, ja, whatsoever. Das war alles eingesammelt. So. Oho. Dann suchen wir weiter oben. Du kannst im Dunkeln sehen und bist zäh. Du wärst ein toller Erzfahrer. Schlag, verdammt, sobald du! Los, auf ihn! Sind ja noch welche. Du verfluchter Bastard! Warum helft ihr mir nicht, Witzbeute? Das muss wehgetan haben. Aktualisiert. Finte Junior. Banditenquest aktualisiert. Schlüssel gefunden. Aschte irgendwas haben wir bekommen. Schauen wir uns das Schwert mal an. Aschenrune. Ah, ist nicht so gut. Ich habe sie ja halb tot geschlagen. Hey, hörst du mich? Hallo Rico. Lebst du noch? Bring mich nicht um. Hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir?
Wie heißt du? Rico. Rico Meiersdorf. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bethlehems Maulwürfen. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redanian zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Ich glaub dir kein Wort. Ich hab dir alles gesagt, ich schwör's. Du wirst noch etwas länger bleiben müssen. Nein, bitte. Überleg's dir nochmal. Es ist noch nicht zu spät, hörst du? Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? Tja, das wäre auf jeden Fall eine interessante Sache. Soll ich ihn jetzt losbinden oder nicht? Hast du deine Meinung geändert? Ich könnte theoretisch ihn sitzen lassen, erst mit Dijkstra reden und dann nochmal zu ihm zurückgehen. Du wirst noch... Nein! Das wäre eine Idee. Speichern wir mal. Hoffentlich funktioniert das nämlich auch, dass er dann noch da ist. Markiere ich mir mal auf der Karte, sonst finde ich ihn wahrscheinlich eh wieder nicht. Und die Zwerge haben Schneewittchens Jungfräulichkeit geraubt. Wow. So. Wie komme ich denn jetzt am besten schnell zu Dijkstra? Okay, Weg gefunden. Und mein Punkt ist irgendwie weg. So, da. Los, los! Ich will ja den Kleinen dann laufen lassen, sollte er recht haben. Sollte er es nicht haben, gibt's halt Ärger. Langsamer. Oh, Plötze. Komm schon, normalerweise packst du doch sowas. Komm schon. Also manchmal finde ich die Wegfindung hier echt beschissen mit dem Pferd. Hey, rempel nicht! Weiter so, Plötze. Ist ja nicht so, dass er eben schon drauf war. Ah, müssen wir halt außen rum. Das ist, glaube ich, kein Außenrum, oder? Nein, da geht's irgendwie tiefer. Beweg dich! Da, daneben ganz außenrum. Ja. Ich skipp's kurz. Und im Badehaus. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Willi. Hurensohn Junior arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Hast du mit Redanien gebrochen? Sympathien haben damit nichts zu tun. Hurensohn hat sich mit unserer Vereinbarung den Arsch abgewischt. Das ist Verrat, in wessen Diensten er auch steht. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redanien haben. Ich nicht. Aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Ah, Vernon Roche. Guck mal einer an. Ach, hallo, nette Dame. Kopfweh, da haben wir ein Mittel gegen. Was willst du von mir?